Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und heute geht es um den Begriff Sekundärforschung. Zunächst mal die Einordnung. Das gehört im weitesten Sinne zum Marketing und etwas präziser formuliert zur Marketingforschung. Und hier unterscheiden wir einmal die Primärforschung und die Sekundärforschung. Primär, da steckt das lateinische Wort primus drin. Das heißt, das ist also die Erstforschung und Sekundärforschung ist dementsprechend vom Wort her die Zweitforschung. Was bedeutet das? Bei der Primärforschung werden die Daten selber erhoben vom Forschenden. Er macht das durch verschiedene Instrumente. Da ist die Beobachtung, da ist die Befragung, da ist das Experiment und da ist der Test und da ist das sogenannte Panel. Dazu gibt es ein anderes Video. Und die Zweitforschung bedeutet, diese ganzen Daten hier, die im Rahmen der Primärforschung erhoben werden, werden hier ausgewertet. Sekundärforschung ist Schreibtischforschung. Das heißt, bestehendes Datenmaterial im Rahmen der Primärforschung, erhobenes Datenmaterial wird im Rahmen der Schreibtischforschung, der Sekundärforschung ausgewertet. Schreibtisch. Und hier gegenüber steht das Feld. Die Primärforschung nennt man auch Feldforschung, in dem Sinn, dass man draußen rausgeht ins wahre Leben, die Menschen befragt, beobachtet, experimentiert, testet und so weiter. Das nennt man auch Feldforschung. Primärforschung ist also Feldforschung. Und Schreibtischforschung, Sekundärforschung bedeutet, man sitzt drinnen im Warmen und wertet bestehendes Datenmaterial, zum Beispiel vom Statistischen Bundesamt und aus anderen Datenquellen, aus. Das hier ist natürlich sehr viel direkter, weil man genau das fragen bzw. erforschen kann, was man braucht. Das hier ist indirekt. Das heißt, man muss erstmal prüfen, ob das Datenmaterial, das man hier vorliegen hat, überhaupt zur Fragestellung passt. Das ist eines der größten Probleme im Rahmen der Schreibtischforschung. Passt das Datenmaterial überhaupt zur Fragestellung? Das hier, die Primärforschung, ist natürlich sehr viel teurer, während die Sekundärforschung sehr viel günstiger ist. Im Zweifel kann das ein Fachartikel in einer Fachzeitschrift sein. Auch das ist schon Sekundärforschung. Wenn es passt, ist es wunderbar. Okay, das wären so wesentliche Dinge zur Sekundärforschung, vor allem auch in der Kontrastierung zur Primärforschung. Wenn Sie sich für meine Arbeit weiter interessieren, dann schauen Sie doch mal bitte unter www.spaßlerndenk.de. Ich bin Spezialist für leichtes und schnelles Lernen. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.